Die Anzahl der unglaublichen Erlebnisse und Dinge, die es in Australien zu sehen gibt, würde mehr als nur ein Buch füllen. Das liegt daran, dass Australien aufgrund seiner Größe voller seltsamer Naturphänomene, Objekte, Tiere und Geheimnisse ist, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Die Zahl der erstaunlichen Dinge, die Menschen in Australien entdeckt haben, ist atemberaubend. Hast du zum Beispiel schon vom Baumkänguru gehört? Und was ist mit den seltsamen Zeitringen, die sich über dem Land unter der Erde gebildet haben? Schau dir jetzt an, was die Menschen in Australien eingefangen haben, das die ganze Welt schockiert hat. Australisches Stonehenge. Obwohl Stonehenge in England eine bekannte prähistorische Stätte ist, wurden weitere auf der ganzen Welt entdeckt, darunter auch eine in der Nähe von Moolambin, im Norden von New South Wales. Der Ort wurde erstmals 1939 entdeckt. Sie ist eines der ältesten stehenden Steingebilde der Welt und wurde in den 1940er Jahren am stärksten beschädigt. Deshalb wurde der Standort geheim gehalten, um weitere Schäden zu vermeiden. Da der nächstgelegene Sandsteinbruch mehr als 20 Kilometer entfernt ist, können die 181 Sandsteine nicht auf natürliche Weise entstanden sein. Eine der frühesten menschlichen Sprachen, die jemals gefunden wurde, könnte auch auf den Steinen geschrieben sein. Kürzlich gefundene verlorene Briefe deuten darauf hin, dass der Entdecker der Sprache etwa 28.000 ihrer Wörter übersetzt hat. 12. Die älteste Axt der Welt. In Westaustralien wurde in den 1990er Jahren ein winziges Felsstück von der Größe eines Daumennagels gefunden. Es geriet sofort in Vergessenheit, aber als es erneut untersucht wurde, stellte sich heraus, dass es sich um ein Stück einer antiken Axt handelte, das zwischen 46.000 und 49.000 Jahre alt war. Damit wäre das Axtfragment die älteste Axt, die je entdeckt wurde. Was zeigt, wie fortschrittlich die Technologie der Aborigines war. Auch wenn es sich nur um einen kleinen Teil eines größeren Werkzeugs handelt, vermittelt das, was übrig geblieben ist, einen hervorragenden Eindruck davon, wie die Axt ausgesehen haben könnte. 11. Devil's Pool. Ein natürlicher See namens Devil's Pool befindet sich in Queensland am Zusammenfluss von drei Bächen, die durch die Babinda Boulders fließen. Obwohl der Devil's Pool ein großartiger Ort zum Wandern ist und die örtlichen Badelöcher klar und ansprechend sind, ist das Schwimmen dort gefährlich. Seit 1959 sind dort 20 Menschen ertrunken und noch mehr Todesfälle wurden in älteren Zeitungsausschnitten entdeckt. In den schnell fließenden Gewässern des Devil's Pool kann es passieren, dass Menschen untertauchen und sich in Geröll und Baumstammhaufen verfangen. Selbst den besten Schwimmern fällt es aufgrund des hohen Sauerstoffgehalts des Wassers schwer, sich über Wasser zu halten. 10. Eine neue Art der Pfauenspinne. Pfauenspinnen gehören zu den attraktivsten Spinnen der Welt. Und Australien ist voll von ihnen. Aber eine neue Entdeckung übertrifft sie alle, weil sie so atemberaubend aussieht. Darf ich vorstellen, Nemo. Australiens neueste Spinne, die von der Bürgerwissenschaftlerin Cheryl Holliday, einer Umweltbeauftragten des Nature Gnanic Trusts in Mount Gambier, Südaustralien, entdeckt wurde. Sie heißt Marathus Nemo, ist so winzig, dass sie nur zwischen 4 und 5 mm lang ist und hat ein leuchtend orangefarbenes Gesicht mit weißen Streifen darauf. 9. Seltsame Ringe über Australien. Es klingt beängstigend, aber australische Wettersatelliten und Radargeräte entdeckten 2010 massive seltsame Ringe über Australien. Ein Jahr später wurde das Land von starken Überschwemmungen heimgesucht, die Theorien über die außerirdische Natur der Ringe auslösten. Die Ringe waren riesig, so groß wie Deutschland oder ein US-Bundesstaat. Zunächst erregten die Ringe keine große Aufmerksamkeit. Aber nach den Überschwemmungen biblischen Ausmaßes nahmen Wissenschaftler sie ernster und versuchten, das Geheimnis zu lüften, wie sie dort entstanden sind.
Während der eine im Südwesten künstlich aussah, löste sich der große, klar abgegrenzte Ring langsam auf, war aber dennoch gerade noch auf einer Zeitschleife sichtbar, die sich gegen den Uhrzeigersinn drehte. 8. Uluru. Als einer der größten Monolithen der Welt überragt der Uluru seine Umgebung und dominiert die australische Landschaft mit einer Höhe von 348 Metern und einem Alter von 550 Millionen Jahren. Als eines der berühmtesten Wahrzeichen Australiens wird der Sandsteinmonolith Uluru manchmal auch als das Herz des Roten Zentrums bezeichnet. Der Uluru-Kata-Tjuta-Nationalpark, der zum Weltkulturerbe gehört, hat für das Volk der Anangu einen besonderen kulturellen Wert, da er ein Ort ist, an dem sie glauben, dass Erde und Gedächtnis eins sind. 7. Lummholz-Baumkängurus. Kängurus auf Bäumen? Das Lummholz-Baumkänguru ist eine australische Spezies, die sich aus den gewöhnlichen bodenbewohnenden Kängurus entwickelt hat und außergewöhnlich gut an das Leben in Bäumen angepasst ist. Die baumbewohnenden Beuteltiere leben hauptsächlich im Regenwald des tropischen Queensland und ernähren sich vorwiegend von Pflanzen und Früchten. Sie sind nachtaktive Tiere, die den Tag zusammengerollt in einer sitzenden Position hoch in den Baumkronen verbringen. Baumkängurus leben normalerweise in Regionen mit starken Regenfällen und müssen trocken bleiben. Das tun sie, indem sie ihr Fell so anordnen, dass es von einer Stelle nahe der Mitte ihres Rückens nach außen zeigt, damit das Wasser vom Fell abfließen kann, während sie dösen. 6. Australischer Affenbrotbaum. Eine Ikone aus Kimberley, der australische Affenbrotbaum erregt jetzt neue Aufmerksamkeit. WissenschaftlerInnen fordern, ihn als heilig zu betrachten. Der seit den 1940er Jahren bekannte Affenbrotbaum südlich von Derby in Westaustralien soll als natürliches Gefängnis für Aborigine-Gefangene gedient haben, die auf dem Weg nach Derby zur Verurteilung waren. Lokale Experten bezeichnen ihn jedoch als Sakrileg, da es keine Beweise für solche Theorien gibt. Stattdessen sagen sie, dass der Baum als Begräbnisstätte genutzt worden sein könnte, da mehrere Knochen in den seltsamen Baumhöhlen gefunden wurden. Trotzdem ist es ziemlich gruselig. 5. Der älteste Edelstein der Erde. Der älteste Edelstein der Erde, der Zirkon, wurde 2014 in Westaustralien entdeckt. Uralte Zirkonkristalle, die fast 4,3 Milliarden Jahre alt sind, wurden in den Jack Hills in Westaustralien gefunden und in Studien als die ältesten jemals gefundenen Stücke der Erde bestätigt. Forscher sagen, dass diese uralten Edelsteine, die fast unzerstörbar sind, entstanden sind, als die Erde selbst noch in den Kinderschuhen steckte, vor etwa 200 Millionen Jahren. Spurenelemente in den ältesten Zirkonen deuten darauf hin, dass sie aus wasserreichem, granitähnlichem Gestein wie Granodiorit oder Tonalit stammen. Das bedeutet, dass sich die Erde schnell genug abgekühlt hat, um Oberflächenwasser und kontinentalähnliche Gesteine zu bilden. Nur 100 Millionen Jahre nach der gewaltigen Kollision des Mondes, die das Erde-Mond-System bildete. 4. Eine unterirdische Stadt. Nur unter der Erde gibt es wirklich Städte, die unterirdisch gedeihen. Ich meine natürlich unter der Erdoberfläche. Schau dir die seltsame Bergbaustadt Coober Pedy in Australien an. Coober Pedy ist eine Stadt, in der Opal abgebaut wird. Viele Einwohner von Coober Pedy leben unter der Erde, um der großen Hitze der Region zu entkommen. In diesem erstaunlichen unterirdischen Ort findest du Schornsteine, die aus dem Sand ragen, und große rote Schilder, die vor unmarkierten Löchern warnen. In Coober Pedy gibt es Häuser, Taucherbars, eine Kirche, Buchläden und sogar Cafés. Was 1916 mit dem größten Opalabbau der Welt begann, hat sich bis heute in eine unterirdische Gemeinschaft verwandelt, die vor den heißen Sommern der Region geschützt ist. Die Menschen, die seit 100 Jahren in diesen Dugouts leben, haben nicht vor, damit aufzuhören. 3. Außerirdische Kreatur am australischen Strand gefunden.
Im März 2022 postete der Instagram-Nutzer Alex10 ein Video von einem seltsamen toten Tier, das am Bondi Beach in Australien angespült wurde. Alex bemerkte die Kreatur bei seinem Morgenspaziergang am Strand. Er war, gelinde gesagt, schockiert. Die Kreatur sah bizarr aus, mit einem dinosaurierähnlichem Kopf und Krallen, was einige zu der Bemerkung veranlasste, es könnte ein Außerirdischer sein. Alex meinte, es könnte ein harmloses Opossum sein, aber sehen Opossums wirklich so aus? Ich bin mir da nicht so sicher. Bis jetzt konnte niemand die Kreatur identifizieren und sie bleibt ein Rätsel. Was denkst du, was es ist? Ist das ein Beweis für Außerirdische oder etwas anderes? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten mit. 2. Gnomesville. Eine der skurrilsten Attraktionen in Westaustralien ist Gnomesville. Am südlichen Rand des Ferguson Valley gelegen, beherbergt Gnomesville tausende von Zwergen aus nah und fern, die sich hier unter den Eukalyptusbäumen bei Dardanup niedergelassen haben. Viele der Zwerge sind Einheimische, aber ein großer Teil kommt auch aus weiter entfernten Regionen der Welt. Wenn du durch Gnomesville schlenderst, kannst du diese kleinen Kerle an Bäumen hängen, mit Flugzeugen fliegen, mit dem Schulbus fahren und auf Baumstämmen faulenzen sehen. Wenn du genau hinsiehst, findest du auch Olaf, den Schneemann aus dem Disney-Film Frozen, der ebenfalls hier lebt. 1. Cappuccino-Küste. 2007 verschlang eine mysteriöse Invasion von Meeresschaum die australische Küste in Yamba, New South Wales und ließ die Gegend wie einen riesigen Cappuccino-Strudel aussehen, was viele dazu veranlasste, die Gegend Cappuccino-Küste zu nennen. Während sich Badegäste über den Schaum freuten, wiesen Wissenschaftler schnell darauf hin, dass das keine gute Idee ist. Der Schaum, der manchmal auftritt, wenn auch nicht in diesem Ausmaß, entsteht durch Verunreinigungen im Meer, wie Salze, Chemikalien, tote Pflanzen, zersetzte Fische und Ausscheidungen von Algen. All diese Verunreinigungen werden durch starke Strömungen, die das Wasser zu Blasen werden lassen, wie Kaffee vermischt. Das sich bewegende Wasser wirbelt die Blasen dann nach oben, sodass sie sich zu Seeschaum zusammenballen. Willst du immer noch in Seeschaum tanzen, um ein Selfie zu machen? Ich wette nicht. Aber sag uns, was du denkst. Was ist das Seltsamste, das du in Australien gesehen hast? Sag es uns in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.